Ein wunderschönen Klicker-Juro Folge 2. Nein, das ist das Falsche. Dr. Meth wollen wir gerade nicht spielen. Genau, das hier wollen wir spielen. Was hat sich geändert in dieser Woche? Stuttgart, so ist mit kurz so viel aktiv. Jetzt besser? Ja, jetzt besser. So, easy. Also erstmal habe ich hier schön gelevelt, wobei die Level 8000 hatte ich glaube ich sogar schon in der letzten Aufnahme, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt ihn nachgezogen. Er ist mittlerweile Level 4000. Ansonsten mehr habe ich noch nicht gemacht. Ihn habe ich auch noch nicht hochgezogen. Und ja, wir kommen nicht wirklich weiter. Also ne, trotz alle auf Level 8000 ziehen und ihn auf Level 4000 ziehen, kommen wir nicht, wie man sieht, nicht viel weiter als auf 4,4 E7. Das ist absolut traumatisierend. Das heißt, die Transcension ist quasi ja am Ende ihrer Kräfte, sage ich jetzt mal, komplett ausgelaugt, Burnout-Syndrom, weiß der Geier was. Das heißt, wir werden jetzt eine Transcension machen. Fun Fact, ich habe bei mir, bei meinem Spielstand, jetzt vor kurzem auch eine Transcension gemacht. Ich bin ganz fleißig. Sonst aber hier nicht weiter stören. Das heißt, genau. Wir machen jetzt erstmal eine Ascension. Bop. Bumm. Die Ascension hat nämlich jetzt genau gereicht, damit wir jetzt hier auf genau E15 kommen. Da habe ich nämlich irgendwas mit 1, noch was E7 gebraucht und wir hatten jetzt 4,4 E7 und das hat jetzt genau gereicht, um auf unsere 15 zu kommen. Yay! Hat also genau mit der Woche Aufnahme, es war nur 6 Tage Aufnahmepause, weil, wie gesagt, eigentlich müsste ich erst morgen aufnehmen, aber ich dachte mir heute so, heute ist schön kühl, was kann man da am besten machen, als die Zeit nutzen, um Aufnahmen zu machen. So, okay. Das heißt, wir speichern erstmal, ganz wichtig, von der Transcension immer speichern. Aha. Sonst kommen die bösen Geister. So, jetzt transcenden wir. Yes, we can. So, und jetzt ist the question. Ich bin nämlich echt am Überlegen, weil wir jetzt nochmal speichern. Aber diesmal nur in die Zwischenablage, damit wir es dann schnell wieder abrufbereit haben. Und zwar ist mich jetzt die Frage, wir haben jetzt 15 Souls übrig. Und ich bin tatsächlich doch am Überlegen, ob wir es wirklich hier reinstecken oder aber, ob wir es nicht lieber doch hier reinstecken. Weil wir haben jetzt allein durch diese Transcension, allein durch die Transcension haben wir jetzt hier einen ordentlichen Bonus bekommen. Davor hatten wir genau 50.000. Jetzt haben wir über 500.000 Cap. Das heißt, in der Transcension, alleine durchs Transcenden, haben wir jetzt schon wieder ordentlich was dazu bekommen. Deswegen lohnt es sich öfters mal zu transcenden, aber es lohnt sich halt nicht hier für drei Asian Souls zu transcenden. Deswegen dachte ich mir so, komm, warten wir jetzt wirklich bis 15. Ne? Jetzt haben wir also wie gesagt einen wesentlich größeren Cup. Und den überlege ich gerade, ob es sinnvoll wäre, hier 15 reinzustecken, dann könnten wir nämlich hier locker auf 1,5 E8 kommen, weil ne, 15 Level wären 150% plus. Das heißt, ich habe gerade komplett scheiße gerechnet, das wäre nämlich nicht das Dreifache, sondern das 2,5-fache. Aber trotzdem mehr als 1 E8. Oder aber, ob wir tatsächlich sagen, nee, wie gesagt, wir wollen die Effektiv von Solomon erhöhen. Die Sache ist, wenn wir jetzt hier 15 Level reinstecken, haben wir als Cup mehr als das Doppelte. Wenn wir das hier reinstecken, haben wir den Cup, so wie er jetzt ist, aber dafür doppelt so viele Hero Souls. Das heißt also, wir erschreichen den Cup schneller, können aber mit dem, was wir von den Monstern regulär bekommen, tatsächlich mehr machen. Deswegen bin ich gerade echt am Überlegen, ob ich es doch hier reinstecke. Ich bin mir so unsicher, ich bin mir so unschlüssig. Ich denke mal, beides ist gut. Maria, Josef. 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 Das heißt, wir machen es tatsächlich
Fuck the shit off, ich mach 4 rein. Bam. So. Jetzt kommt. Jetzt müssen wir erstmal eine Quick Ascension auslösen. Also, jetzt habe ich euch nämlich vergessen zu zeigen. Ich habe nämlich ganz viele Söldner bereitgelegt. Aber damit wir an die Söldner rankommen, brauchen wir erstmal Hero Souls. Ne? Das heißt, ich habe auch mittlerweile 216 Rubine. Wir können also wieder 4 Quick Ascension machen. Ist ganz geil. Damit haben wir auch direkt die Söldner. Yay! Woohoo! Alles gute Quests. Okay, die hier unten nicht. Die unten ist, aber ich wollte die nicht zurücksetzen, weil die ist jetzt heute früh fertig geworden. Und jetzt nochmal eine anzufangen, hätte sie jetzt uns auch nichts gebracht. Von daher dachte ich mir so, fuck the shit off. Ja, genau. Fuck the shit off. Lassen wir ihn. Haben wir welche von Rollerball mit dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na, jawoll! Nicey dicey. Okay, damit ist die Ascension als geglückt markiert. Also Verhalten, nein. Da. Haben wir noch ein anderes Gutes? Nee, ne? Naja, ihn hier. Wäre theoretisch erstmal geil. Nee, lassen wir. Das heißt, wir machen nochmal eine Quick Ascension. Bap. Thanks. Und leveln ihn jetzt auf Level 5. Scheiße, brauchen wir noch eine Quick Ascension. Gott, warum wird er so schnell so teuer? Hier, komm, hauen wir gleich alles rauf. Genau, dafür haben wir die Dinger übrig gelassen, ne? So, bitte. Boah, Alter, ist der teuer. Okay, auf Level 4 reicht auch erstmal aus. Haben wir noch 100% plus, also 90% plus Damage. Ich denke mal, das kann man so tatsächlich lassen. So, damit würde ich also sagen, alle drei Finger auf dem Abzug. Ne? Wir haben so eine Waffe, die einfach mal 3 Dings bei uns hat. Sehr kinderfreundlich. Da kann nichts schief gehen. Ja. So, du gehst mal bitte hier weg. Dankeschön. Abwurfbild mit dir. Dich brauche ich hier nicht mehr. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal unsere Kombo direkt laufen. Dürften damit schon relativ weit kommen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir relativ schnell zu Solomon kommen. Wir können mal gucken, ob er hier schon erreichbar ist. Wobei, nein. Ich meine, selbst wenn wir Solomon kaufen könnten, Solomon ist halt auch sehr teuer. Und mit dem Hero Souls, den wir am Anfang haben, ist Solomon komplett, können wir stecken lassen. Können wir komplett. Ich meine, wir haben mittlerweile, wie gesagt, einen Bonus für ihn von 3000% plus. Das heißt, selbst wenn er auf Level 1 ist, gibt er uns schon ordentlichen Plus an Hero Souls. Aber ist nichts, wo ich sagen muss, das muss jetzt am Anfang direkt sein. Hat doch noch ein, zwei Ascension Zeit. Jetzt müssen wir erstmal nur so weit kommen, dass wir überhaupt irgendwas machen. Das heißt, ich werde mal hier unseren kleinen Macker mackern. Warum bist du so langsam, kleiner Arsch? Mal was hin hier. Danke. Ja, und dann werden wir jetzt erstmal am Anfang direkt aufgrund unserer Kombo-Fähigkeit versuchen, Zit hochzuleveln, so weit wie es geht. Also bis Level 150 mit allen Upgrades, klar. Arschloch. Weil die untere Bringung ist halt jetzt vergleichsweise gar nichts. Ich meine, er hier würde ein DPS von 9%, von 9 geben. Das heißt, wenn wir ihn jetzt gleich mal auf Level 25 hieven, hat er vielleicht eine Kombo von vielleicht 5000. Das kriegen wir mit ihm locker schon hin. 5000? Nee, von 500. Eben. Und das ist gerade mal. Allein durch Klick Damage haben wir jetzt schon 130. Da wir aber 30 mal pro Sekunde klicken, müssen wir diese 30 mal 30 rechnen. Diese 130 mal 30 rechnen. Und da merkt man schon, da kommt die hier so schnell nicht ran. Deswegen, wenn wir jetzt erstmal komplett mit Zit spielen, ihn hochleveln, damit er noch stärker wird. Und dann werden wir gleich möglichst schnell auf einen von den hier unten direkt gegen auf Battyclicker zum Beispiel. Und die hier erstmal komplett. Um die können wir uns dann später noch kümmern, die können wir dann später hochziehen. Das ist dann halt geldmäßig irgendwann ein Witz. Aber wie gesagt, erstmal hier unseren Zit. Zitten. Bam. Sieht doch ganz geil aus.
So, sind wir schon wieder Level 17. Und wenn wir noch nicht genug klicken, Clickstorm. Ach ja. Okay. So. Ich liebe es immer zuzusehen, wie einfach der Klickschaden größer wird. Weil unsere Klickkombo halt einfach so übermächtig ist, dass man richtig zugucken kann. Es ist schon ganz geil. Schon ganz geil. Schon ganz geil. Das Witzige ist, bei der mobilen Version, da ist DPS und Klickkombo vertauscht. Da steht nämlich der Klickdamage oben. Deswegen bin ich immer so verwirrt, warum das hier unten der Wert steigt, aber eben, hier ist der Klickdamage unten. Warum gibt es zwischen der Desktop-Version und der mobilen Version so viele Unterschiede? Ich meine, rein theoretisch, ne? Die mobile Version ist ja nichts anderes als statt Breitbild, Hochbild. Also, statt Querformat, Hochformat. Alles, was man hätte tun müssen, wäre, den Bereich hier über ihn zu hieven. Die Elemente hätte man 1 zu 1 mitnehmen können, die Elemente hätte man 1 zu 1 mitnehmen können. Also einfach hier einen Schnitt machen können. Ich bin im Stein aber auch nicht so gut. Hier so einen Schnitt machen können. Und einfach den gesamten Block darauf setzen können. Das hätte gereicht. Aber nein, man muss bei der mobilen Version auch alles im Game komplett anders machen. Komplett anders machen. Damit keiner mehr durchblickt. Also zumindest keiner, der beide Versionen spielt. Ich meine, aus meiner Sicht wäre es natürlich andersrum besser gewesen, wenn man die Desktop-Version an die mobile Version angepasst hätte, weil ich habe zuerst halt die mobile Version kennengelernt. Von daher ist für mich jetzt das hier eine Umgewöhnung. Aber normalerweise kennt man ja vielleicht eher die Desktop-Version erst und dann die mobile Version. Egal, auf jeden Fall, dass halt beide Versionen gleich sind. Zwar anders angeordnet, aber ansonsten gleich. Und nicht alles anders. Das irritiert einem immer so. Ich verstehe das nicht. Na komm. Komm. 80.000 Gold können wir doch zusammen. Wollte gerade sagen. Was ist denn hier los? So. Damit haben wir Sid schon mal auf Level 100. Das ist so ganz geil. Ja. Siehst du, läuft eigentlich meine Kamera überhaupt? Ja, Kamera läuft. Sehr schön. Das war wieder ein bisschen versetzt. Ich verstehe nicht. Irgendwie ist die. Das liegt aber nicht an Linux oder sowas, sondern das liegt wirklich direkt an der Kamera. Die Kamera, ich weiß nicht, was die für ein USB-Interface hat. Auf jeden Fall, wenn die zu lange läuft, dann versetzt sie sich immer extrem. Oder ab und zu, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, dass ab und zu die Kamera einfach komplett steht und nur so alle paar Sekunden mal eine Frame dazu kommt. Also irgendwie, ne, ich mach mal kurz hier Stopp. Ich sagte Stopp. Ach ja, Steuerung C. Danke. Und jetzt einmal bitte neu starten. Und schon ist die Kamera wieder nahezu synchron. Ich verstehe das nicht. Naja. Also zumindest synchroner als davor auf jeden Fall. Klar, um es jetzt ganz synchron zu machen, muss ich jetzt nochmal neu starten. Und schon ist sie wirklich. Ja. Perfekt synchron. Hallo, ich bin dein Vater, du gottverdammter Hurensohn. Okay, lass mal das. So schön bin ich nicht. Gut. Warum bist du auf Level 100? Are you crazy? Ach ja, weil ich ja gerade hier so mit Steuerung, Alt und dann rechts den Bildschirm gewechselt bin. Das nimmt er gleich immer, um auszurasten. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sind wir schon wieder Level 29. Geht ja. Kann man so machen. Ach, Boss 300 schaffen wir auch. Boss 30. Schaffen wir auch. Boss 300 schaffen wir wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht. Bin nicht bei der ersten Ascension, dafür ist die erste Ascension immer zu langsam. Also, würden wir vielleicht tatsächlich sogar schaffen, würde aber ewig dauern. Weil wir halt am Anfang doch wirklich gar nichts haben. Weil das Problem ist halt, das hier gibt uns halt absolut keine Bonusse, außer für Hero of Souls. Das heißt, von der Angriffsstärke her haben wir keinerlei Schadensbonus am Anfang. Sondern wir haben jetzt wirklich nur das, was wir hier durch die Hero of Souls haben, so 90%.
Wir fangen also wirklich quasi nach jeder Transaction wirklich erstmal so an, wie wir ganz am Anfang gestartet sind. Außer wir haben halt die Quick Ascension, weswegen ich mir jetzt ihn leisten konnte. Aber eben, abgesehen von den bisschen Sachen hier, die 90% hier und hier die 4 Level, haben wir halt nichts. Und das merkt man natürlich auch hier in der Geschwindigkeit immer nach der Transaction, dass sie immer ein bisschen langsamer ist. Ja. Von daher keine Ahnung, ob man direkt in der ersten Transaction bis Level 3, in der ersten Ascension nach einer Transaction schon direkt in Level 300 schaffen könnte. Wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber wer weiß, vielleicht kann das tatsächlich sein. So, dann gucken wir mal hier unten. Wo ist Betty the Clicker? Da ist Betty the Clicker. Sehr schön, sehr schön. So, unser Goldkönig, da kommt er später noch. Schade. Bam. So. Jetzt haben wir hier auch mit den beiden ordentlich DPS. Wir haben zwar immer noch mehr Klickstand als DPS, ganz klar. Weil wir haben derzeit, 50. Nein. Oh, 150, also. Was? Genau. 1,5 E8 Click Damage. Das heißt fast doppelte an DPS, aber der nächste ist ja hier auch gleich bereit. Von daher ist jetzt der DPS tatsächlich. Bam. Spätestens jetzt ist DPS stärker. Jetzt machen wir kaum noch Klickschaden. Vergleichsweise natürlich, klar. Können wir mal gucken. Ich meine, wie schnell der Balken jetzt runter geht, sieht man ja. Ich mache mal kurz das Ding hier raus. Oder mal gucken, wenn ich die wegnehme. Da geht der Balken immer noch fast genauso schnell weg. Aber unsere Combo ist ja auch noch gerade am Anfang. Wir sind da gerade bei 13.000. Das ist ja echt noch ein Witz. Ne? Von daher, easy, no problemo. Und das Ding wieder rein hier. So, jetzt können wir auch die ganzen Viecher hier mal nachziehen. Machen wir gleich mal Level 100. Bop, 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 bop. Scheiße. Der verreißt mir nicht mehr. Danke. So, buy all available upgrades. Yay. Alle Upgrades kaufen. Los, Sommerschlussverkauf hier. Gut, dann gucken wir mal. 25er Schritte bitte. Dankeschön. Hier muss noch einmal nachgesetzt werden. Danke. Muss noch einmal hier nachgesetzt werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Wo macht er hin? Ach nee, der war einfach nur zu teuer. Ah. Interesting. War das bei ihm auch so? Habe ich jetzt die 25 Level umsonst gekauft? Das wäre traumatisierend. Damit könnte ich nicht leben. Gut, ich glaube, wir gehen erstmal hier unten wieder weiter, damit wir mehr Angriffsstärke bekommen. 1,5 E8 haben wir bald zusammen. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Na komm, noch ein bisschen. Noch ein Monster. Noch ein Monster. Ich hau dich. Oh, ist auch nur noch ein Boss. Ne, komm, ich will erstmal nehmen. Hier, Merkelstärker. So, jetzt ist nämlich auch der Boss wesentlich leichter zu packen. Das geht dann. Ganz gut. Hoffe ich mal. Wo mach ich hin, Junge? Bob, Rinder. Ist halt schlimm hier. Thanks. So. Thanks, Power Ranger. Bitte was? So, jetzt könnten wir eigentlich mal wieder unsere ganzen Söldner einsetzen. Wir haben mittlerweile schon relativ guten Hookshot geschafft. Aber jetzt wird es langsam wieder langsamer. Das heißt, wir gucken mal, was wir hier einsetzen können. Bab, 7E9, das geht doch schon mal ganz gut. Boah, Alter. So, gekauft. Irgendwie klingt das, wenn man bei dem Mädchen sagt, gekauft, irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen so zwielichtig, ne? Ich meine, bei einem Jungen ist es sogar fast noch zwielichtiger, wenn man sagt, gekauft. Ich meine, da unterstellt man ja nicht nur, dass man ihre sexuellen Dienstleistungen kauft, sondern auch noch, dass man schwul ist. Was jetzt ein bisschen mehr Ausschlusspotenzial hat. Aber gut. Jeder, wie er es braucht. Wäre es eigentlich... müsste man mal machen, dass man hier einfach so ein sexistisches Gameplay macht. Ob man sich hier wirklich nur die Helden kauft, die entweder männlich sind oder weiblich sind. Und dann einfach sagen, naja, die anderen,
Die passt mir nicht in meinen Kragen. Scheiß auf Frauenquote, wobei, ohne Frauen zu spielen, dürfte relativ dumm sein, weil bei diese Klicker ist eine Frau und die hat ordentlich Damage. Ja, hier ist Sid sowieso, ne? Hat also der ganze Klick schauen wir alles weg. Andererseits sind halt die Jungs auch relativ stark, weil halt die später hier kommen, die ganzen extrem starken, sind halt dann wieder fast alles männliche Charaktere, also irgendwie schon, ne? Über was für Sachen ich mir gerade Gedanken mache. Ist doch kacke. Nee, nee. So, na gucken wir mal, die nächste Spritze bekommen wir durch erst am wenigsten wertvoll. Ja. Oh, gleich wieder die 4-Stunden-Mission. Geil, geil, geil. Das gefällt mir. Das ist so korrekt. So, reicht immerhin für 2 Helden. Danke, danke, danke. Geilomato. So, da sehen wir erstmal hier die hoch, die sowieso noch oben sind, ne? Gerade die Betty-Klicker. Ah, ne, die ist schon relativ weit. Ach ne, hier ist Betty-Klicker. Ich habe gerade mit den Falschen geguckt. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen ordentlich die Damage-Bonus. Und ja, eigentlich kann man die alle gleich bis Level 75 ziehen, weil bis 75 haben die meisten definitiv Upgrades. So. Das heißt, wir können hier gleich mal, genau, buy all available upgrades. Und jetzt können wir nochmal durchgucken hier. Oh, das war's auch schon. Der einzige, der hier noch einmal fehlt, ist er. Easy. Hier so haben wir gleich alle abgefrühstückt. Läuft doch. Okay, das heißt, ab jetzt geht's hier unten noch weiter. Wir machen gut Damage. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Critical Combo reinhauen lohnt sich noch nicht. Ich lasse das Ding mal auf Reserve da. So, und jetzt gucken wir mal, der nächstpreiswerteste ist bist du. Also nicht preiswerteste, aber sondern den, von dem wir wenigstens bekommen. So, das heißt King Medias, Geilomato. Von dem kriegen wir nämlich gleich mal unsere Goldbonus-Dinger. Reicht immer gerade so. Oh, ein Fisch. Sehr schön. So. Geil, geil, geil. So, der sitzt schon bei Abaddon. Halleluja. Naja, die Goldspritzen, die wirken ganz gut, aber die beide, die heben wir uns, glaube ich, erstmal ein bisschen auf, weil wir sind gerade mal bei Level 60, ne? Und wenn wir jetzt die ganzen Dinger zu schnell verpulvern, dann, ne, wie gesagt, am effizientesten ist es wirklich immer zu warten, solange bis man nicht mehr weiterkommt und dann erst die nächste Spritze einzusetzen. Die nächste Geldspritze quasi. Von daher lasse ich die beide, die wir noch haben, auch erstmal auf der hohen Kante. Und wir gucken jetzt mal, wie weit wir so kommen. So, genau, hier oben haben wir soweit alles, ne? Ja, sieht gut aus. Alter, immer wenn ich mit der Aufnahme spiele, dann stockert das ja so extrem. Wobei, hier geht es, tatsächlich im Spiel geht das, aber in der Aufnahme sieht das immer so extrem, boah. Ich hasse Flash-Games. Ja, wisst ihr, selbst GZ Doom kriege ich mit einer ordentlichen FPS aufgenommen. Aber so ein 2D-Game, ja, so ein 2D-Browser-Game, das stockert schon as fuck. Das ist... Ich sag's ja. Ein Glück wird Flash langsam abgelöst mit HTML5. Flash, das kannst du kein mal erzählen. So, wir haben hier unsere erste Trash-Aktion vorbei. Jetzt kommt immer schon wieder Trash, weil wir immer noch keine Goldmission haben. Schade. Ja, wenigstens haben wir schon wieder eine 4-Stunden-Goldmission. Das geht. Ist ganz geil. Aber hier unten 2 nicht so geile. Naja, was soll's. Was soll's. So, dann gucken wir mal hier, was wir mittlerweile wieder machen können. Zum einen können wir hier mal ein bisschen was machen. Schaden, ich dachte, was. Ah, hier ist kritisch Schaden. Genau. Ne, nicht kritisch Schaden, sondern Click Damage. Gained Art of was? Komm, haben wir gerade irgendwas bekommen? Gained Art of, irgendwas mit Art. Oh!
At least he had chicken. Wow. Wow. Das ist traumatisierend. Assassin. Ja, klar. Was ist denn hier mit Art? Was haben wir denn gerade bekommen? Angelo, Quaid, a few. Running late. Complete 10 Minuten Quest. 5 Minuten. Ah, lol, da wird man noch was. Okay. Shadow Stalker. Schon 10.000. Was? Ich hab doch keine 100.000 Monster getötet? Bitte was? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Digga, was war denn das, was wir gerade bekommen haben? Da musste irgendwas hier sein. Hä? Haben wir jetzt zwischendurch eins bekommen? Kann ja nicht sein. Eigentlich nicht, nee. Ach, leck mich doch. Puh. Arschloch. So, du kommst noch. Du kommst noch. Ach, die... Das Upgrade hieß so. Aber warum steht das denn hier in der Mitte? Weil normalerweise, wenn man ein Upgrade bekommt, dann steht die Benachrichtigung hier oben. Aber das stand doch gerade hier so mittig. Was normalerweise dann ist, wenn man ein Achievement bekommen hat oder sowas. Ein Achievement. Oder habe ich mich einfach nur verguckt? Wow. Okay. Alles gut. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Bitte lasst mich in Ruhe sterben. So. Langsam wird es wieder langsamer. Das heißt, es wäre jetzt vielleicht tatsächlich... Ja, ja, komm, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, Spritze. Oh, 20 Sekunden. Sehr schön. Dann lass mal hier machen hier, ne? Ach, warten wir jetzt noch ein bisschen. Dich krieg ich erstmal so auf die Hölle. Auf die Hölle. In die Hölle. So lange warten wir hier mal auf den hier. Hoffentlich kriegen wir hier auch wieder eine mehrere Stunden Goldmission. Das wäre ganz geil. Fick deine Mutter. Ja? Du kleiner Gottverdammter Hurensohn. 6% Chance auf den Ruby. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Hä? Ich glaubst du ja wohl selber nicht. Dass ich da überhaupt wenigstens ein bekomme. So, das heißt, achso, wisst ihr, das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich jetzt vergessen. Das hier nehme ich. Die haben beide genau gleich viel. Lull. Ja. Okay. Start Quest. 15 Minuten. Naja, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. So, das heißt, wir können jetzt ihn hier Level. Ja. Ich gebe. Ihn könnte ich nochmal 500 Level geben, aber ich bin echt eher dafür. Ah, fuck off. Oh, siehst du. Oh, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So. Ich dachte schon, wenn ich ihm jetzt hier 25 Level gebe, reicht es für ihn nicht mehr aus, aber hat er doch ausgereicht. Alles korrekt. So, du. Ach, habt ihr viele Level? So, die beiden hier sind nämlich ganz wichtig, weil er gibt halt Gold. Und deine letzte Fähigkeit ist halt das mit dem kritischen Schaden. Ach, sieht man ja immer nicht. Scheiße. Auf jeden Fall hat einer von den beiden halt den Klickschaden erhöht und der andere erhöht den kritischen Schaden. Sprich, also die beide sind auch nochmal wichtig, um nochmal Klickdamage ein bisschen zu erhöhen. Was ganz wichtig ist, weil wir jetzt mit unserer Combo hauptsächlich mit Klickschaden arbeiten. Und wir haben immer noch fast genauso viel Klickschaden wie DPS. Ne? Ich meine, wir haben hier 1E13. Wenn man das mal 30 nimmt, heißt also, wir haben 3... Was? Doch, genau, 3E14. Also fast so viel wie hier oben 4,3E14. Es geht tatsächlich schon. Und wie gesagt, unsere Klick-Combo ist immer noch nicht am Ende. Ist ja gerade mal bei mittlerweile 90.000. 29.000, also 30.000. Wenn ich die jetzt die ganze Woche lang laufen lasse, ja gut, nee, werde ich natürlich nicht machen, spätestens weil ich ein paar Mal ascenden werde. Aber wenn man die so einen Tag laufen lässt, ne, da können die schon ganz schön reinpfeffern, zumal ich sie ja über die Woche jetzt auch nur noch ab und zu mal ein paar, bisschen leveln werde. Klar. Ich meine, neue hier werde ich nicht kaufen. Sondern, wie gesagt, das mache ich immer nur während einer Aufnahme. Das heißt also, während der Woche werde ich jetzt einfach eigentlich nur noch ihn hier leveln können. Lol.
Na gut, ist halt so. Ja. Das heißt, ich werde mich schön um ihn kümmern. Und in der nächsten Aufnahme ist er dann einfach mal schon Level 10.000. Wobei das vielleicht gar nicht mal so klug ist. Spätestens Solomon bräuchte ich noch. Fuck. Ich speichere mal ganz kurz und guck mal, ob es sinnvoll wäre, Solomon zu holen. Ach, weißt du was, doch, überspeichern mal. Jawoll, geil. Gut, perfekt. Damit haben wir hier schon mal 300% plus. Da kann ich nämlich die beide leveln, weil eben er hier wär halt auch jetzt über die Woche sehr wichtig. Weil ohne ihn würde ich in dieser gesamten Woche kaum weiterkommen können. Aber mit ihm kann man schon ordentlich was machen. Wenn ich die beide leveln kann. Und wer weiß, vielleicht in der nächsten Aufnahme, denn in der nächsten Woche, wenn wir uns dann wiedersehen quasi, sind die beide einfach mal schon Level over 9000. Wäre schon ganz geil. Wäre schon echt ganz geil. So, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, ich setze nochmal unsere letzte Konjunkturspritze, wollte ich gerade sagen, ist aber was anderes, das hier ein. Na, wenigstens eine einzige gute Goldquest mit dabei. Alles andere ist hier gerade eher so Müll. Und zwar Müll auf höchstem Niveau. Das hier ist zumindest Müll auf niedrigem Niveau. Aber der hier und die beiden unten sind echt Müll auf höchstem Niveau. Was soll's. Wir brauchen ja zum Glück kaum Goldspritzen. So, haben wir hier mal Dinger kaufen. Bam. Und jetzt können wir hier sagen, ob noch ein bisschen mehr Gold verdienen. Golden Klick? Ach, jetzt kommt erst. Okay, aber kein Gold dafür. Schade. Jammer, schade. Habe ich wenigstens schon genug Level dafür? Nein, ich brauche ohne 25 Level. Na gut, okay, auf jeden Fall hiermit erstmal Feierabend. Ja, ist ja gut, du Kleiner, dich braucht eh keiner so. Yay! Zweimal die gleiche Mission? Egal, wir brauchen nur eine. Okay. Yay. Okay, jetzt haben wir also zwei gute Missionen. Eine richtig gute und eine mittelgute, weil wie gesagt, 24 Stunden, da fängt es wieder an, ineffizient zu werden. Am besten sind die Missionen für 4 oder 8 Stunden. Das ist so Optimum. 24 Stunden ist so lala. 48 Stunden sowieso, da verrecken die Fische eher. Von daher ist, wie gesagt, 4 und 8 Stunden das Beste. 24 Stunden und 2 Stunden ist dann so Alternative. Und alles andere ist eher so, kannst du vergessen. Das hier kannst du komplett vergessen. Also E17 Gold, ne? 4 E17. Bis er fertig ist, haben wir selber auch schon 4 E17 Gold. Ich weiß, in der Zeit ist er natürlich auch wieder ein bisschen angestiegen, aber trotzdem, es bringt halt unterm Strich kaum etwas. Ne? Weil er hat gerade mal einen Faktor von 10. Und er hat halt einfach schon mal einen Faktor von 100. Das ist schon ein bisschen mehr und er hat sogar schon fast von 1000. Ne, also E16 zu E19. 3 Stellen Unterschied. Das bringt schon ordentlich was. Von daher lassen wir das erstmal so. Ich speichere mal ganz kurz. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt noch was machen könnten. Ne, ist alles teuer gerade. Amen hopp. Hup, hup. Sound to the police. Okay. Mache ich, dann kaufe ich den hier ein paar Level. Er würde derzeit, wir haben 4 E14 Schaden und er würde 2 E13 Schaden machen. Also vergleichsweise wenig. Allerdings würden bei ihm halt 25 Level schon 9 E17 kosten. Ne, dann bleibe ich erstmal bei dem hier. Oh, hat er doch nur für 2 Level gereicht. Ich dachte, reicht für 3 Level. Schade. Jammer, jammer, schade. So, dann haben wir... Ach, wieso bist du denn raus? Bist du bekloppt? Bist du verrückt oder so? Kika, ich mach dich Döner-Teller. Oh, das war jetzt gerade dumm, weil wir haben eh schon Insta-Kill. Da bringt das jetzt eher weniger. Schissel. Schissel, Dissel. Ja.
Na gut, okay, komm. Oh, Gold, ich hab Gold, ich hab ganz viel Gold. Oh mein Gott, Gold. Yeah. Die Sache ist auch, das hier einzusetzen war auch total dumm, weil in der Endstärke-Phase, weil ich dafür die Vermutung habe, weil in der Endstärke-Phase, da klickt er kaum mit, ne? Die Kombo steigt da relativ selten an. Aber man kriegt trotzdem extrem viel Gold. Bob, Level 80 geknackt. Sehr schön. Na gut, wie gesagt, ich mache es hier mit meinem Feierabend. Speicher nochmal, einfach weil ich Spaß dran habe. Speichern ist ganz gut. Und dann würde ich mal sagen, meine gesamte Clipboard-Liste oder History ist einfach komplett voll mit Speicherständen von irgendwas. Ah ne, und auch von ein paar YouTube-Videos, okay, aber hauptsächlich hier irgendwelche Speicherstände oder irgendwelche Skripte. Das ist ja bescheuert. Ah gut, okay, komm. Denn würde ich mal sagen, lassen wir das mal hier. Und dann, ja, sehen wir uns denn nächste Woche wieder. Beziehungsweise, schließe ich erstmal. So, sehen wir uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise halt, jetzt muss ich überlegen. Überlegen. Was soll ich gerade sagen? Genau. Entweder nächste Woche zu Clicker Heroes wieder oder aber jetzt zu Doom. Ich werde da jetzt endlich mal wieder seit ewig langer Zeit Back to Saturn X aufnehmen. Digga, wir haben Back to Saturn X, also unser reguläres Let's Play, das was hier drinne steht, schon seit fast 2 Monaten nicht mehr gespielt. 2 fucking Monate. Weil erst haben wir das unterbrochen, weil da Doom Sigil rauskam. Dann haben wir es unterbrochen, also dann haben wir es weiter unterbrochen, weil ich dann Doom Eternal aufnehmen wollte. Dann kam das erste Ferien-Special mit dem Gruppen-Let's Play beim Mindtest. Dann kam jetzt die ganzen Sachen mit, ja, halt Vanilla Doom und sowas alles. Wow. Na gut, aber es geht ja jetzt weiter. Ne? In dem Sinne dann. Nein, dich brauche ich nicht. Wo ist meine Aufnahme? Hier ist meine Aufnahme. Dann ist sie auch nicht. Das ist meine Aufnahme. In dem Sinne dann, schau mit V.